Knallerrot TV jetzt nach dem Spiel gegen den SV Strahlen. 4-1 für uns. Muss ich ja nochmal betonen heute. Vielen Dank, dass du noch nach der PK zu uns gekommen bist. Ja, wir sind ein bisschen schwierig ins Spiel reingekommen heute. Hatten wir ein bisschen den Eindruck, wurde immer kritischer. Und dann kam die Systemumstellung und wir kriegten plötzlich Zugriff aufs Spiel. Habe ich das so richtig gesehen? Ja, ist richtig. Wir sind nicht wirklich irgendwie so schwerfällig reingekommen ins Spiel. Nicht so richtig spritzig wie auch die letzten Wochen. Nicht so richtig giftig auch wie die letzten Wochen. Aber haben ein bisschen Glück gehabt in der einen oder anderen Standardsituation. So aus dem Spiel heraus war nicht so viel. Aber bei den Standards haben wir schon ein, zwei Mal gewackelt. Das muss man ehrlich zugeben. Aber dann haben wir von außen reagiert und die Mannschaft hat das ruckzuck 1-1 umgesetzt und wir waren mitten im Spiel und glaube ich auch dann im Laufe der ersten Halbzeit und auch in der zweiten Halbzeit besser. Ja, absolut. Strahlen war glücklicherweise sehr harmlos in der Offensive. Vorne hatte eine richtig dicke Chance, den muss er eigentlich machen, hat er zum Glück genau auf den Torwart gesetzt, den Kopfball. Ich hatte gerade auch in der Pressekonferenz so ein bisschen den Eindruck, die Mannschaft wird noch ein bisschen unterschätzt von gegnerischen Trainern. Kann das sein? Ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, die Strahlener waren auch nicht mit 100.000% hinterher. Naja gut, ich meine, die Mannschaft erkämpft sich das so ein bisschen jetzt in den letzten Wochen, dass sie Respekt zurückbekommt. Ich glaube, dass sie das auch verdient hat mittlerweile. Ich kann das schon verstehen, dass wenn man hier hinfährt, wo viele Mannschaften schon gewonnen haben, dass man vielleicht im Hinterkopf sagt, mit einem Schritt weniger wird das auch, aber unsere Mannschaft ist eine andere Mannschaft mittlerweile. Ich glaube, das kann jeder sehen. Die Entwicklung ist richtig gut, geht in die richtige Richtung. Und ich meine, ich habe nichts dagegen, wenn wir weiter unterschätzt werden und wir am Ende dann die Punkte behalten natürlich. Mit der gesamten Mannschaftsleistung steigen auch die individuellen Leistungen, muss ich sagen. Man kristallisiert sich auch immer mal raus, wer richtig was drauf hat bei uns heute. Pep Schlösser, wieder überragende rechte Seite. Auch Jason Prodanovic hat das Tor richtig gut getan, hat man ihm auch gesehen. Danach war die Brust nochmal ein bisschen breiter. Ja, und Fesenmeier vorne. Ja, gut, über Abdul brauchen wir nicht reden. Ne? Der ist wirklich eine Maschine. Also wenn man sieht, in welchen Zweikämpfen der sich aufreibt und durchsetzt auch, das ist schon Wahnsinn. Also das ist so schade, dass der jetzt erst wieder da ist. Der hätte uns so gut getan. Aber es ist halt so, wie es ist. Ne? Aber Tatsache ist klar, mit den Siegen, mit der Mannschaftsleistung wächst das Selbstvertrauen. Und die einzelnen Spieler werden noch besser und das sieht man auch. Leben findet leider nicht im Konjunktiv statt. Wir haben jetzt 5 Spiele, 10 Punkte. Das ist sehr ordentlich. Sehr ärgerlich, dass immer, wenn wir gewinnen die beiden, die wir noch einholen wollen, auch jedes Mal. Lotte heute und leider auch Wegberg mit 3 Punkten. Wie frustrierend ist denn das? Das ist überhaupt gar nicht frustrierend im Augenblick, weil wir können schon realistisch einschätzen, dass der Weg über den Strich super, super weit ist. Ne? Aber trotzdem kann man ja sehen, ich meine, die Mannschaft, die liest ja auch die Tabelle, dass sie sich davon überhaupt nicht beeinflussen lässt. Wir wollen unseren Weg jetzt bis zum Ende der Saison weitergehen, wollen so möglichst viele Punkte holen. Wir werden auch noch den einen oder anderen hinter uns lassen und dann gucken wir mal, was am Ende vielleicht passieren kann. Aber viel wichtiger ist, dass wir das Gefühl, was wir jetzt aufbauen, mit in die nächste Saison nehmen. Ich wollte es gerade sagen, das ist total wichtig, ne? Lieber am Anfang so eine Serie haben und dann am Schluss ein bisschen hochkommen und dann mit einer positiven Grundstimmung in die neue Saison. Vielen Dank fürs Gespräch. Danke auch.